Herzlich willkommen zu einem letzten Part von Luigi's Mansion. Wir hatten uns vergessen, die Galerie anzusehen, was wir aber jetzt damit nachholen wollen. Denn hier müsste ja eigentlich jetzt gut was gefüllt sein. Ich mache mal den Ton ein bisschen leiser. Guck mal. Gibt es dazu keine Texte? Oh, das ist ja schade. Ich dachte, da steht jetzt vielleicht sogar überall was dabei. Nee, ich weiß, wüsste zumindest nicht, wie man es aufrufen kann. Ich sehe nichts. Ja doch, da sind doch Gemälde. Wieso kann ich mir die nicht angucken? Ach, wie ging das nochmal? Die 5. Hä, wieso kann ich mir denn die nicht angucken auf der anderen Seite? Ja, die Zwillinge. Sind gefühlt meine Lieblingsgeister. Ich weiß nicht warum. Ich fand das einfach cool. Du warst scheiße. Nein, ich brauche auch keiner. Das ist der Künstler. Der Billardspieler. Der Dreckshund, der mich gefressen hat. Den haben wir leider nicht. Wieso kann ich mir den nicht ansehen? Verstehe ich nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Das heißt, es ergibt keinen Sinn, das weiß ich. Was ist denn hier hinter der Tür? Oh, das sieht ja edel aus. Gibt es irgendwas zu finden? Ne? Da kam aber eigentlich auf die Idee, Bowser mit in das Spiel einzubauen. 23. Aber das Gemälde ist cool. Ja, eigentlich brauche ich mir hier nichts mehr hoffen, weil das Spiel vorbei ist. Aber man macht es ja trotzdem immer, ne? Reflexe und so. Okay, bei der 20 weiß ich gerade leider nicht mehr, wer das ist. Bei dir auch nicht. Das sind diese aus dem Uhrenzimmer, die sind cool. Du warst der aus dem Fitnessraum, ne? Du warst ja in dem Vasen, in der Vasenkammer. Du bist der Fettwanz, den ich zuerst nicht gefangen habe, weil ich nie wusste, wie es geht. Du bist die Seherin, du warst auch übel cool. Oh, dich habe ich zuerst auch überhaupt nicht kapiert. Der im Flur war. Das Baby, unser allererster Boss. Na gut, hier ist jetzt noch... Wer ist das? Oma Adelaide? Warum kann ich mir das jetzt schon wieder nicht ansehen? So. Du warst der aus dem ersten Raum, logischerweise. Und hier haben wir unsere Villa, die wir uns gebaut haben. Also Villa in Anführungszeichen. Gibt's hier sonst noch irgendwas Cooles? Haben wir dich angeguckt? Ne, ich glaube nicht. Warte mal, die Flügel bewegen sich jetzt. Ist ja cool. Nur weil ich es angeklopft habe. Keine Ahnung. Aber was ist denn hier? Hier ist Dreck. Kann ich es nicht wegmachen? Nö. Aber ich will das Bild mir bitte angucken können. Vor allem hätte ich das gewusst, dass das jetzt überhaupt nicht lange dauert, hätte ich das auch einfach mit an den letzten Part noch mit dran machen können, von dem 3DS-Video. Egal. Jetzt! Sie wolltet ihr mir verheimlichen, ja? Das finde ich nicht gut. Die Musikspielerin. Du bist die Beste.
So, Igitt, ich habe mir alles angesehen. Bist du glücklich? Ja, zurück zum Labor. Gut, dann halt nur 5 Minuten Video. Ich hoffe, dass das trotzdem in Ordnung ist, weil ich kann euch ja auch nicht mehr zeigen, wenn nicht mehr da ist. Ja, schade. War jetzt trotzdem für mich nicht das perfekte LP zu Luigi's Mansion. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat im Großen und Ganzen. Mir hat es wirklich viel Spaß gemacht und ich freue mich auf Luigi's Mansion 2 HD. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Dann nochmal danke vielmals an jeden, der das ganze LP hier verfolgt hat, sich diesen Part angesehen hat und auch in Zukunft noch bleibt oder vielleicht auch nicht. Wer weiß, wer weiß. Habt dann auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.